Hallo und herzlich willkommen zurück bei Portal 2 mit Livestream. Wir sind hier an einem kleinen Easter Egg Raum, wo vier singende Turrets eine Melodie gesummt haben. Fünf. Was bist du bitte schön für ein Riesen Turret, die später auch noch wichtig werden soll, so wurde mir gesagt. Dann wird gerade noch im Livestream wird gerade noch weiter geredet mit von wegen Hallo liebe Kaninchen und Meerschweinchen wird da gerade. Wühlmäuse und Wildschweine werden gegrüßt. Falls ihr also Wühlmäuse, Wildschweine, Meerschweinchen oder Kaninchen seid, fühlt euch jetzt gegrüßt von Leofair. Das ist zu hoch. Und die Rehe natürlich nicht zu vergessen. Wird gerade auch noch erwähnt. Das ist natürlich alles wichtig. Und richtig, dass sie gegrüßt werden. Das ist eine andere Melodie. Das ist eine Geburtstagsmelodie, stimmt. Stimmt, das ist Geburtstag. Stimmt, es wurde ja gesagt, wir sollen jetzt zwei Menschen treffen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Auf wen treffen wir da jetzt wohl? Und treffen wir wirklich auf jemanden? Wir werden es erleben nach diesem Ladescreen. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Nervengift? Immunität? Was? Was? Klados, was möchtest du mir damit sagen? Immunität gegen Nervengift klingt einladend. Okay, da oben ist ein Kubus, den ich haben muss. Möchte. Will. Der auch den Laserstrahl blockiert. Deswegen holen wir uns den jetzt mal. So. Natürlich. Nee. Ich müsste möglichst... Wie kriege ich das denn jetzt? Ach du Schande. Wie soll das denn gehen? Crouchjump? Crouchjump gibt's ja nicht in dem Spiel. Ich muss mich einmal umschauen. Ich muss mich jetzt erstmal umschauen. Warte mal. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Wo sind wir? Und warum sind wir? Also warum ist so eine Frage, aber wo sind wir hier? Schon wieder ein Wasserkanister? Schon wieder jemand, der... Schon wieder so ein Geheimversteck von so einem Typen. Was steht hier? This thing like seeing only not... Not with eyes. Aha. The bell invites here the turret for a kneel that summons to heaven or to hell. Ja, das ist alles ein bisschen sehr thick. Irgendjemand hat hier und eine Frau aufgemalt. Krasse Katze. Hey, weg. Tja, also eine Gauss-Kurve mit irgendeiner ganz tollen Beschriftung, die kein Mensch zuordnen kann. Also ich jedenfalls nicht, ich bin aber auch kein Mensch. Das ist ja dann was anderes. Aber interessant, schon wieder so ein kleines Geheimversteck gefunden. Mann, 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 der Typ hatte... Also ich weiß, dass es ein Typ ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Typ ist. Weil ich habe dazu auch, wie gesagt, in den Videos verschiedene Sachen gesehen. Und... Da wurde darauf hingewiesen oder als Idee gegeben, dass es ein Typ ist, ein bestimmter Typ. So, hier komme ich aber nicht rein. Aber wenn ich jetzt hier den Kubus halt wegnehme, geht der Fahrstuhl direkt nach oben. Ich muss also irgendwie möglichst schnell... Ja, ich mache schon wieder zu viel, ich weiß. Ich
gucke schon wieder mich zu viel um und so. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe gerade echt nicht so den Plan. Ich probiere jetzt mal was. Ach ja, gut, ganz einfach. Ganz einfach. Ja, 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 ja. So. Und zwar. So. Jetzt müssen wir einfach nur irgendwie. Dort. Dann fällt der Kubus runter, fällt direkt auf den Schalter, der das aufmacht. Ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Irgendwie. Ich bezweifle, dass du Tränen hast, GLaDOS. Ich werde gerade im Chat gedisst. Sascha macht sich über mich lustig, weil ich nicht sofort wusste, wie es geht. Vergisst aber, dass ich bei dem einen Raum genau wusste, wie man durchkommt, wo er sich durchklippen musste. Was vergisst er denn wieder gerne? Ja, Sascha. Da fragt er jetzt hier, was? Ja? Die Überraschung. Teil 4. Die Überraschung. Eine Armee aus Soldaten, Robotern. Die voll süß sind eigentlich. Die sind voll knuffig. Stell dich mal vor, du bist ein Soldat, rennst aufs Schlachtfeld und hast so eine Armee von knuffigen Kampfrobotern vor dir, die dir dann so, ja, ich bin ja nicht böse. Und so, das ist süß. Oh Gott. Überraschung in 3. Oh Gott. 2. Oh Gott. 1. Ich hab gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Das ist ein Hinweis. Das ist ein Hinweis auf die Herkunft von Celeste. Celeste heißt sie, glaube ich, ne? Celeste hieß der Hauptcharakter. Und das ist das angeblich verstoßen und so. Das ist ein Hinweis. Was für süß mit dem Konfetti. Wie gesagt, schaut euch, guckt, sucht bei YouTube nach der Herkunft oder nach Celeste, nach Game Theory von Celeste. Und jetzt? Hallo? Oh. Ich dachte, hier wäre eine Scheibe. Oh. Ich dachte, hier wären Scheiben. Na gut. Und da gibt es halt verschiedene Theorien und sowieso und ach, weiß der Geier. Da hinten ist ein Roboter, der mich erschießen möchte. So, der muss erstmal weg. Da ist ein Laserstrahl. Da ist ein Kubus. Okay. Wir machen uns erstmal ein Portal. Und jetzt muss ich irgendwie ans Schalter kommen. Aber ich sehe noch keine. Kannst du mir mal irgendwie ganz kurz hier irgendwie... Genau, dankeschön. Vielleicht muss ich auch erstmal nach dort hinten. Warte. Hallo, Walter... 1206. Ich verstehe leider nicht, was du geschrieben hast. Ich kann's nicht... Ich glaube nicht, dass das Deutsch ist, bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt haben wir... Toll! Das war ja super. Wie kriege ich die jetzt? Ich muss irgendwie an diesen Kubus kommen. Ich muss an diese Kuben kommen. Einer reicht. Ja, ich brauche zwei, glaube ich. Also, wenn ich da drücke, fallen die beiden zusammen. Ich kann den aber auch nicht abblocken, weil ich da nicht rankomme. Aber wo ich rankomme, ist... So. Das dürfte funktionieren. Das dürfte nämlich den einen abblocken. Und ich krieg beide. Ah, oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. So. Hallo. Und jetzt bitte mal ein wenig Schutzschild hier. So. Und jetzt holen wir uns mal... Hey. Bitte. Schnell hier rüber. Jetzt holen wir uns nämlich den Laserstrahl. Kriegen wir den irgendwie? Kriegen wir den Laserstrahl irgendwie jetzt?
Wenn ich so mache, möchte ich den gerne... das war intelligent. Er hat Hallo auf Polnisch gesagt. Das kann gut sein. Ich kann kein Polnisch. Ah, da. Damit ist der schon mal weg. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Ruhe, nachdem der Roboter dort weg ist. So. Und jetzt müssen wir ein System bauen, dass wir mit 2 von diesen Kuben alle 4 von diesen Teilen gleichzeitig aktivieren. Und das wird nicht ganz so einfach werden. Vermutlich wissen es einige schon und wissen genau, was ich wie klicken muss. Ich nicht. Ich weiß das nicht. So, da wir... Ach, hier ist auch ein Symbol, wie man das richtig macht. Also, wir holen uns erstmal... Das müsste aber der letzte sein, weil der ist ganz außen. Und da kommen wir sonst nicht mehr gut ran. Ich glaube eher, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Easy würde gerade... Ach Gott, ich muss ihn auch noch da schicken. Oh, Alter, Finne. Ernsthaft? Mal weg. Hä? Ich muss mal kurz gucken, was das überhaupt macht. Guck mal her. Zeig mir mal, was passiert, wenn ich so drücke. Nichts. Okay, also ich könnte hier auf jeden Fall einen hinstellen, dass der dann... So, was passiert dann? Okay, dann haben wir schon mal 2 aktiviert, aber das bringt es mir noch nicht, da ich ja auch noch die beiden irgendwie aktivieren muss. Könnte ich? Ich weiß wie. Ich weiß wie. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Und zwar, die sind hier schön in einer Reihe. Ups, hier rüber. Ups. So. Und zack. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Alter. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Alter, bitte. Wie komme ich jetzt darüber? Man mag meine Verwirrung jetzt vielleicht nicht verstehen, aber ich weiß nicht, wie ich darüber komme. So schnell bin ich nicht und so weit kann ich, glaube ich, auch nicht springen, dass ich jetzt von hier aus direkt auf die Kante springe. Oder? Oh, ja, die KI ist echt schlimm. Also, GLaDOS ist echt böse. Au, 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 au! Wie komme ich denn jetzt darüber? Alter, Spiel, du kannst mir nicht so ein Rätsel aufgeben und dann mich an sowas scheitern lassen. Manu, ich verzweifle gerade so. Alter, komm doch. Hier ist keine. Danke, danke. Danke. Danke an Dominik. Hallo, ich nehme die Bridge. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ah, das darf man auch keinem zeigen eigentlich. Ups. Ach, Ruhe, Sascha. Macht sich schon wieder über mich lustig. Manu. Manu. Ja, weißt du, es ist nämlich... Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Alter, ich war gerade im Wir Monolog. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch. Noch 5 Kammern. Toll. Genau, das Problem ist eigentlich, ich bin als Kaninchen daran gewöhnt, weit springen zu können. Weißt du, ich habe damit kein Problem, mal eben einen Meter hoch zu springen. Also, Verhältnis zu meiner Körpergröße kann ich ja... Weiß ich nicht.
Das zehnfache Springen? Du kennst doch die alte Formel. An Entfernung und Komödie Höhe. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ja, ich kann jedenfalls extrem weit springen normalerweise. Und hier nicht. Hier kann ich nur so hups, hups. Das ist für mich echt ungewohnt, Leute. Das müsst ihr bedenken. Ja? Kann nichts dafür, wenn eure menschlichen Körper so luschig sind. Gut. Nachdem wir das geklärt hatten, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute hier und schauen uns mal an, was uns in der nächsten Kammer erwartet und was in 5 Kammern auf uns wartet. Währenddessen geht gerade die Diskussion durch den Chat, ob Komödie gleich Tragödie plus Zeit ist oder nicht. Ich werde mich kurz dem ein wenig mal beteiligen. Bis demnächst. Euer Kaninchen. Tschüss.